Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Ab Mitte November werden die neuen Abfallbehälter für die Abfallabfuhr im Rhein-Pfalz-Kreis verteilt. Die Kunden des Eigenbetriebes werden somit in den nächsten Wochen fabrikneue Abfallbehälter erhalten. Die alten Behälter haben ihren Dienst getan und werden nach der letzten Leerung im Dezember eingesammelt. Bei der turnusmäßigen Neuausschreibung der Abfuhrleistungen hat die Firma Remondes ab 1. Januar 2016 den Zuschlag erhalten. Damit verbunden ist auch eine Erneuerung der Restabfall- und Bioabfallbehälter. Ab 16. November wird Remondes daher im gesamten Kreisgebiet allen Haushalten und Gewerbebetrieben neue Abfallbehälter ausliefern. Zur Vorbereitung der Auslieferung ist in dieser Woche auf einem Lagerplatz in Mutterstadt ein erstes Kontingent der 90.000 neuen Behälter eingetroffen. Der Kreisbeigeordnete Konrad Heller sowie Thomas Drewer von der Remondes Geschäftsführung waren vor Ort und haben uns über aktuelle Herausforderungen informiert. Also wir sind hier auf dem Anwesen von Kobler. Hier wird eine Zwischenlagerung vorgenommen, denn wir haben ja 90.000 neue Behältnisse im Kreis zu verteilen. Und das ist eine große logistische Herausforderung. Und hier kann, weil in den nächsten Tagen, nämlich ab dem 16. November, verteilt wird, zwischengelagert werden und somit auch die vielen Haushalte in der näheren Umgebung, nämlich Limburger Hof und Ludwigshafen, mit Containern versorgt werden. Gleichzeitig gibt es auch die Biotonne jetzt im Rhein-Pfalz-Kreis. Wie hat sich das angetan? Die Biotonne wurde von vielen freiwillig bzw. auf Anforderung von Bürgern angenommen, entgegengenommen. Sie wurde, was uns verwundert hat, nicht abgelehnt im Großen und Ganzen. Es gibt einige wenige Fälle, die meinen, sie bräuchten sie nicht. Aber wir sind sehr zufrieden mit der Zusage vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Biopflichttonne, wie sie richtig nach dem Gesetz heißt, auch anzunehmen. Ab wann geht's los mit der Umstellung? Die Umstellung bedeutet die Auslieferung. Die Auslieferung der ersten Container geschieht am 16. November und in den Gemeinden Limburger Hof und Mutterstadt. Und wir hoffen und wünschen, dass alles reibungslos bis zum Jahresende ausgeteilt ist, weil dann die neuen Behälter in Betrieb gehen ab dem 1. Januar 2016. Also wir werden diese Leistung zum 1.1. nächsten Jahres übernehmen und das hat schon eine gewisse Größenordnung, fängt jetzt an mit der Gestellung der 90.000 Gefäße, die sukzessive angeliefert werden. Also es ist schon eine größere Herausforderung, für die uns das stellt, die logistisch natürlich gut durchgeplant werden muss. Mit wie vielen Fahrzeugen sind Sie dann unterwegs im Kreis? Hier werden täglich im Einsatz sein 5 Sammelfahrzeuge dieser Art. Mit wie vielen Personen wird das Ganze gehandelt? Die Fahrzeuge sind standardmäßig besetzt mit 2 Mann, also das ist eine Mannschaft, 2 Mann pro Fahrzeug. Mit was für einem Investitionsvolumen kann man hier jetzt rechnen? Die Größenordnung der Investition liegt hier im Kreis bei ca. 3 Millionen.